Mahlzeit, der Bekloppte ist wieder da. Und ich habe gerade, also ich werde jetzt wahrscheinlich 2 Videos draus machen. Weil ich gerade einfach mal auch ausführlich über diese Themen sprechen möchte. Und ich habe 2 davon heute für euch. Und das erste ist mein Aussehen. Ja, ich habe jetzt vor allen Dingen unter dem letzten Video vor allen Dingen Kommentare, die wieder, das ist ja bei mir üblich, dass ich Kommentare unterm Video stehen habe, die mit dem Inhalt des Videos überhaupt nichts zu tun haben, sondern mit meinem Aussehen, mit meiner Einstellung, irgendwas, mit, also einfach wieder Ablenkung von dem Thema, auf das ich eigentlich zu sprechen kommen wollte. Deswegen gibt es halt Leute, die einfach nicht verstanden haben, wofür die Kommentarfunktion eigentlich da ist. Ich will aber trotzdem gerade mal kurz ein bisschen drauf eingehen und auf diese Leute. Ich will sie einfach nicht ignorieren, ne? Aber jetzt, nachdem ich dann eben im Telegram dann auch nochmal so ein Ding hatte, hey, ich weiß, dass ich scheiße aussehe. Ich frage mich aber, wie ihr nach dem aussehen würdet, was ich in den letzten Monaten und eigentlich fast 4 Jahren jetzt hinter mir habe. Habe Verluste, die ich irgendwie verarbeiten musste. Und vor allen Dingen eben meine Trigeminusneuralgie. Ich bin krank. Und da muss man nicht immer glücklich aussehen. Und da muss man auch nicht immer frisch aussehen. Und eure komischen Tipps von wegen mal weniger kiffen vielleicht oder besser ernähren, die könnt ihr euch mal schenken. Weil wenn mir ein bisschen Kiffen gerade dabei hilft, den Schmerz zu reduzieren und da irgendwie mit auszukommen, dann werde ich es definitiv tun, wenn ich was habe. Wenn ich nichts habe, kann ich nichts kiffen. Aber dann lasse ich mir das definitiv nicht nehmen, wenn irgendwelche Pillen schon alle nicht mehr funktionieren und da hilft gar nichts. Nichts hilft, nichts an Schmerzmitteln hilft irgendwie bei einer Trigeminusneuralgie. Ne, für euch, wenn für euch das jetzt neu ist, also ich habe in den letzten Videos eigentlich schon viel drüber gesprochen, aber ich habe das schon seit Jahren. Sporadisch, immer wieder mal, in Schüben kommt das, aber jetzt vor allen Dingen, seitdem ich letztes Jahr angefangen habe, meine Zahnbehandlung machen zu lassen, ist das extrem viel schlimmer geworden. Ich weiß, dass das psychosomatische Ursachen hat und ich arbeite auch gerade an diesen Ursachen. Ne? Und wenn ich jetzt da unter dem letzten Video stand, was hast du denn eigentlich so in den letzten 25 Jahren erreicht? Also ganz unabhängig davon, dass ich einen ganzen Haufen erreicht habe, der mit meinen persönlichen Zielen zu tun hat und der hatte nichts damit zu tun, 1,5 Millionen Euro in 25 Jahren zu verdienen und 3 Kinder großzuziehen. 3 Kinder hätte ich auch wahnsinnig gerne großgezogen, ist mir aber bisher einfach nicht gegönnt, weil ich keine Kinder habe, weil ich eventuell gar keine kriegen kann. Und ja, das ist auch eins meiner psychischen Knackpunkte, mit denen ich gerade zu tun habe, die sich absolut auf diese Gesichtshälfte auswirken. Ich bin 48 geworden. Da könnte man jetzt schon von Torschlusspanik reden, weil so langsam habe ich den Eindruck, dass ich mich von diesem Herzenswunsch verabschieden muss. Und das tut weh. Und das tut mir hier weh. Klar soweit? So, und was deine 1,5 Millionen, die du da verdient hast in der Zeit angeht, hey, bist du da auch noch stolz drauf oder was? Weil ich gehe davon aus, dass du die auch noch versteuert hast. Und wenn du immer noch nicht checkst, was mit deinen Steuern gemacht wird und was du da eigentlich unterstützt hast und dass gerade Milliarden Steuergelder in den Krieg gestopft werden, eure, deine Steuergelder, da frage ich mich, wie du dich da so weit aus dem Fenster lehnen kannst und so tun, als seist du was Besseres als ich. Was hast du in den letzten... Echt, das alles, das Geld verdient, 3 Kinder großgezogen. Da bist du stolz drauf, dass das alles ist, was du in der letzten Zeit geschafft hast? Also ich habe um einiges mehr geschafft. Ich sitze inzwischen an meinem 10. Buch, veröffentlicht 10. Buch. Ja, ich hab 9 Bücher im Buchhandel. Muss man auch erstmal machen. Ne?
So, ne, und keine Ahnung, ist ja nett, dass er mir die Bäckerfinke anrichtet, dass das als was ist, was ich geleistet hätte. Ne, so, und ich darf so aussehen. Ich darf so aussehen, wie ich gerade aussehe. Das erlaube ich mir. Und dann ist mir relativ schnuppe, wie ihr das findet. Ganz im Ernst, das ist mir echt egal. Dann guckt mich halt nicht an. Wenn euch mein Aussehen so sehr von dem ablenkt, wovon ich rede, dann seid ihr dumm, wenn ihr meine Videos guckt. Weil dann ist logisch, dass dann quasi solche Kommentare dabei rauskommen. Lasst es einfach sein. Aber euch meine Videos anzugucken, um mir danach drunter zu schreiben, wie scheiße ich aussehe, wirkt irgendwie auch nicht so richtig. Ich mache dieses Video jetzt gerade mal extra wirklich für euch, damit ihr mal auch ein bisschen Aufmerksamkeit vom Bauchi kriegt. Das ist ja das, was ich normalerweise immer sage, nee, habe ich keinen Bock drauf. Jetzt habe ich gerade mal Bock, rede ich mal mit euch. Das Lustige ist, kein Schwein weiß, wie ihr aussieht. Keiner, der diese Kommentare unter diesen meinen Videos sieht, wo jeder weiß, wie ich aussehe, hat eine Ahnung, wie ihr aussieht, weil eure Kanäle einfach tot sind. Tot. Das ist immer wieder beim toten Internet, ne? Eure Kanäle sind tot, da sind keine Inhalte drauf, da ist kein Bild von euch drauf. Ihr seid verdammte Heckenschützen. Ich muss euch jetzt quasi glauben, dass ihr besser ausseht als ich. Bis ich da irgendeinen Beweis für habe, habe ich aber gar keinen Bock drauf. Und es ist mir auch ehrlich gesagt scheißegal, weil ich gar nicht wissen will, wie ihr aussieht, weil es für mich nicht wichtig ist. Im Moment ist noch nicht mal mein Aussehen wichtig für mich. Für mich ist im Moment wichtig, das hier gerade irgendwie wieder zusammenzubekommen. Und ja, ich bin im Moment nicht glücklich. Das, was ich in den letzten 4 Jahren habe zu bewältigen gehabt, sorgt nur mal dafür, dass das hat mir das Herz mehrfach rausgerissen. Und trotzdem lebe ich. Andere Leute hätten sich in dieser Situation längst umgebracht. Aber ich habe immer noch den Mut, weiterzumachen. Und da lasse ich mich auch von euch nicht von abbringen. Klar soweit, wenn ihr sonst noch irgendwelche Fragen zu meinem Befinden habt, dann könnt ihr sie ja einfach mal stellen. Aber vielleicht stellt ihr erstmal Fragen zu meinem Befinden, bevor ihr eure komischen, wie nennt man das, eure komischen Diagnosen einfach mal für euch behaltet. Und was meine Ernährung angeht, ey, wenn du nichts fressen kannst, da kannst du dich auch nicht irgendwie besser ernähren. Ich muss im Moment Brei und Mus und irgendwie so ein Kack essen und Bananen. Weil wenn ich auf was, alleine ein Butterbrot zu kauen, haut mir hier sämtliche Sicherungen raus. Kannst du dir das vorstellen? Kannst du dir das vorstellen, wie das schmerzt im Gesicht? Und dann komme ich nicht mit besserer Ernährung. Ey, bei all den Themen, die ich anspreche, fällt euch nichts Besseres zu ein, als wie ich aussehe? Ey, das ist so ein Armutszeugnis für euch, wirklich sowas von. Und ihr drückt es jedes Mal in den Kommentaren auch noch aus. So, jetzt bin ich mal gespannt, was runterkommt. Hier, ihr seid ja sowieso fleißig dabei, irgendwie meine Videos zu supporten mit Kommentaren und Likes und Dislikes, was für den Algorithmus völlig Wuppe ist. Daumen hoch oder Daumen runter ist für den Algorithmus einfach nur eine Reaktion. Den interessiert nicht, ob es ein positiv oder negativ ist, wenn er das noch nicht begriffen hat. Ansonsten kann er ja auch mal ein bisschen Hausaufgaben machen, dann wisst ihr, wie der YouTube-Algorithmus funktioniert. Ja, vielen Dank, tschüss mit F und bis bald.